Da sind wir wieder, Leute. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir sitzen drinnen. Es wird gleich passieren. Wir werden gleich die ersten Grasbüschel hier durchwerfen. Ja, was natürlich immer anfangs ist. Man weiß natürlich halt nicht, ne, klappt das alles? Also wir haben ja schon selber viel erlebt und haben das selber ja auch schon viel, viel gemacht. Teilweise vergessen, mal ein kleines Blech richtig festzumachen und dann ist schon der erste Verstopfer drin, wo man dann gar nichts für kann. Ja, also ich fahre jetzt erstmal los, dann wollte ich einmal nochmal schleifen, nochmal Messer nachstellen oder die Gegenschneide nachstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Werkstatt mir das hinterlassen hat, also in den Einstellungen, die ich mir das da vorstelle, also gar nicht viel. Einmal anschleifen, um hören, ob der Stein richtig satt drauf läuft und einmal die Gegenschneide ranfahren aufs richtige Maß und dann müsste das schon gehen. Auftrag habe ich schon gestartet. Brauche ich aber eigentlich gar nicht, weil über Telematics automatisch alle Aufträge und alle Schläge mitgeschrieben werden. Und ich habe jetzt die letzten Tage, ich habe schon mein 365 Farmnet mit Telematics synchronisiert. Ging super einfach. Das waren 5 Klicks oder so. Und dann sind alle Stücken von 365 Farmnet auf Telematics. Das heißt, der hat automatisch die Grenzen, weiß, wie er das zuordnen muss. Und ich kann es dann einfach ganz, ganz easy auslesen, die Ertragskriterien und, und. Aber das gucken wir uns bestimmt auch nochmal später an. So, ich fahre jetzt erstmal los und dann gucken wir mal. Gleich kommt Lisi noch, die kann ja auch noch ein bisschen filmen. Also es ist auf jeden Fall auch als Fahrer aufregend, wenn man, also ich würde sagen, jetzt, wenn man von Klaas wieder zu Klaas gekommen wäre, dann wäre es easy gewesen, aber wir haben ja im Prinzip ja auch den Hersteller gewechselt und damit auch die Steuerung und das ist, also da muss ich mich wirklich sehr, sehr konzentrieren, weil es ist auch so, hier, das ist zum Beispiel gedreht, also hier Krümmerklappe, wo ich vorher Krümmerklappe hatte, hoch, runter, ist jetzt drehen und hier habe ich jetzt die Krümmerklappe. Das heißt, ich muss jedes Mal ein bisschen umdenken, wenn ich den Turm steuern will. Ich fahre jetzt mit Autofill, lasse ja gerade jetzt auch nur die Krümmerklappe steuern. Haben wir eigentlich immer so im Gras gemacht, läuft super. Ihr seht ja selber 15% Motorauslastung. Also man muss sagen, wir fahren gerade 5 mm Häcksellänge und der Durchsatz und der Gutfluss ist mehr als nur beeindruckend. Also da muss ich schon sagen, da bin ich mehr als positiv überrascht, weil zu meinem Häcksler, den ich gefahren habe vorher, das Häckselaggregat hat sich gar nicht an Unmengen geändert. Es sieht eigentlich nach wie vor noch so aus, aber der Gutfluss und das Häckseln an sich ist in einer völlig anderen Welt. Also das ist total beeindruckend, wie ruhig und sauber der läuft. Und auch, was ich jetzt auf dem Hänger bis jetzt gesehen habe, die Schnittqualität. Also wir werden gleich mal auf 3 mm runtergehen. Aber es sieht halt Hammer aus, wie Rasenschnitt. Und auch selbst Haufen oder so, ich meine, man muss auch sagen, wir haben jetzt sehr, sehr geringen Durchsatz oder beziehungsweise sehr geringe Häcksellänge, aber trotzdem Haufen machen dem Ding gar nichts. Und vor allen Dingen, das Fahren ist so komfortabel, wir schweben hier über die Fläche. Und jetzt fahren wir gerade mal 50% Motorauslastung. Und die Schwade sind ja nur nicht so klein. Aber was noch ist, wir haben jetzt die TS, die könnte noch ein bisschen besser werden. Wir haben jetzt 28% Trockensubstanz. Da muss noch ein bisschen natürlich nach oben gehen. Also, ja gut, eben hatten wir einmal 29. Da muss noch ein bisschen was kommen. Was sagst du, Lisa? Also es sind ja jetzt die ersten Schwade. Ne? Also es ist wirklich das erste Mal. Wir haben vorher nicht getestet, oder sonst ist das jetzt quasi Testlauf hier. Oh, das ist egal. Also mit dem Turmsteuerer muss ich mich noch mega umstellen. Also das ist, also ich meine, selbst der alte Jaguar hatte die Steuerung noch so. Das heißt, ich bin quasi, Moment, ich muss mal kurz ans Telefon. Ich habe ja... Wo waren wir stehen geblieben? Mit dem Umgewöhnen. Ja, also man muss jetzt bedenken, ich habe jetzt Häcksler, weiß ich nicht, ungefähr 4.500 Stunden gefahren mit dieser Tastenbelegung. Das dauert einen Tag, dann habe ich das auch drauf. Ich muss mich jetzt natürlich gleich auch einfuchsen und dann, sobald die Maschine für mich ein bisschen sitzt,
und ich weiß, auf welche Parameter ich achten muss. Also ich fahre am liebsten erstmal eine Maschine fast manuell, damit ich halt im Prinzip weiß, wie ich sie dann einstellen muss. Verständlich, oder? Weil wenn ich nicht weiß, wie die Maschine reagiert, dann kann ich auch irgendwo keine Automatik vernünftig einstellen. Deswegen fahre ich erstmal hier manuell, auch mit alleine lenken, damit ich ein richtiges Gefühl für die Maschine bekomme. Das waren gerade 100% Motorauslastung. Da denkst du, der geht gleich aus, so leise ist der, ne? Und wenn das dann klappt, dann werde ich mich natürlich hier mit dem Campilot, also der würde ja dann automatisch das Schwatt hinterher fahren, und CMOS Auto Performance, dass er auch die Geschwindigkeit alleine fährt, das würde ich dann alles alleine machen. Was ich noch ein bisschen sagen muss, wir müssen definitiv die Kamera umsetzen. Also diese Kamera an sich, die sitzt falsch. Die muss weiter oben auf den Krümmer sehen, damit ich auch über den Hänger rüber gucken kann. Draußen die Kamera, die das aufnimmt. Genau. Und dann natürlich der Bildschirm. Also das verstehe ich den Einbauen nicht so recht. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Da müsste eigentlich hier die Kamera hin und da oben der Autopilot, weil da guckst du ja vielleicht einmal alle 5 Minuten mal rauf, wenn du am Vorgewende eine neue Spur finden willst. Aber ansonsten musst du ja nicht die ganze Zeit da hingucken. Also das muss definitiv noch getauscht werden, damit das vernünftig sitzt. Pickup habe ich auch erstmal jetzt soweit gut eingestellt, bleibt kein Futter mehr liegen. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Wir können ja, wenn wir uns krass die Hexenqualität angucken, nochmal die Kamera anmachen. Ja, genau, das ist ja gleich, wir können Detlef gleich einmal wegschicken. Und dann können wir uns das angucken, dann schmeiße ich ein bisschen was daneben. Und dann schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall, also wenn ihr den Strahl seht, ne? Ja. Das ist beeindruckend. Also es ist wie beim Mais, ne? So soll ein Strahl ja aussehen und nicht miau, miau, miau machen, ne? Ich meine, ist klar, liegt das an der Hexenlänge, aber das ist schon mehr, ach. Also, siehst du ja, mit Turmschwenken geht noch gar nicht. Ja, sieht wirklich gut aus. Also wir haben ein paar Überlängen drin, aber das ist ja normal. Also Überlängen ist im Prinzip dieser Anteil, der zu lang ist. Aber das kommt einfach, weil Halme auch quer dem Häckselaggregat zugeführt werden. Aber im Prinzip, klar, ist noch ein bisschen zu nass. Allzu viel werden wir heute ja auch noch nicht häckseln. Aber sieht schon sehr, sehr gut aus. Beeindruckend.
Ja, schönen guten Morgen. Wir haben Montag früh, 9 Uhr. Ich hab den ersten jetzt voll. Detlef kommt gleich. Wir haben heute noch Silofolie abgehangen. Naja, und dann haben wir noch dies, das und jenes zu tun. Und dann müssen wir noch eine neue Hofeinfahrt uns jetzt aufmachen, weil unser neuer Nachbar stänkert immer rum. Naja, wie dem auch sei. Wir haben gestern den ganzen Tag gehäckselt. Knapp 600 Tonnen auf 50 Hektar. Was ist festzustellen? Da, wo wir, also da, wo trockener mineralischer Boden zwischen ist, so wie hier, haben wir guten Ertrag. Je feuchter die Wiesen werden, desto weniger wird's. Ist klar, die Wiesen sind kühler, nasser, können nicht so schnell früh loswachsen. Die Grasnarbe ist top, das fällt auch auf. Also die ist richtig dicht. Und der Unterwuchs, also das Untergras, das kleine Untergras ist da. Also ertraglich, Hammer. Inhaltsstoffmäßig, bisschen Potenzial nach oben. Wir haben schon relativ viel Rohfaser drin, also der Faseranteil der Pflanze ist schon sehr hoch. Wenn sie dann anfängt, nachher eine Ähre zu bilden oder eine Blüte zu bilden, einen Samenstrang sozusagen, dann wird die ganze Pflanze ja hart. Also sie härtet ja sozusagen aus, sie wird ja struhiger. Seht ihr das? Das ist ja im Prinzip, sie kommt jetzt, gibt jetzt eine Ähre raus und eine Rispe. Und Rispe ist es eher hier. Und dann wird der Pflanzenanteil halt härter. So, das ist halt, weil wir ein bisschen später raufkamen durch die ganze kühle Witterung. Und da verlieren wir dann halt auch Energie. Also die geht jetzt schon ein bisschen raus, geht halt rein zum Faseranteil. Und das ist der Teil, den wir ein bisschen schwieriger aufschließen können. Bei den Rindern sowieso, bei dem Biogas geht es so ein bisschen, wenn die Verweilzeit lange genug ist. Aber je jünger und je zarter das Gras ist, desto besser geht es durch die Biogasanlage. Ich häcksle es aktuell zwischen 5 und 3,5 mm. Der Häcksler entscheidet, wann, wie viel. Je trockener es wird, desto kürzer häckselt er. Sagen wir mal, bei 30% Trockensubstanz haben wir 5 mm und bis 40 gehen wir hoch und dann haben wir 3,5. Und wie ihr seht, das Ganze hat ziemlich einen perfekten Grad hier. Wir sind gerade bei 35% Trockensubstanz. Es ist angewelkt. Ne, wir haben hier so ein bisschen Frisches noch, das ist noch nicht ganz trocken. Dann haben wir Trockenes schon mit zwischen, das ist trockener. Und im Gesamten mischt sich das ja denn. Und auf dem Silo wird es ja dann eine homogene Masse. Also ertraglich liegen wir oberhalb von 10 Tonnen. Ackergras lagen wir bei, glaube ich, 22 Tonnen im Durchschnitt pro Hektar. Und ja, auf den Flächen zwischen 10 und 20 Tonnen. Je nachdem. Wie gesagt, hier vorne die feuchteste Wiese war die schlechteste bis jetzt. Mit, glaube ich, 6 oder 7 Tonnen auf dem Hektar. Halten wir fest, was können wir dazu sagen, Leute? Aber wir gehen erstmal einmal rum und gucken, was wir jetzt hier haben. Also wir haben jetzt hier einmal eine Pickup dran. Die nimmt im Prinzip das Gras auf und häckselt es durch. Viele fragen ja, warum kann der Häcksler das nicht direkt mähen? Ganz einfach, es muss trocknen. Sonst haben wir nur grüne Matsche auf dem Silo und die Auslastung des Häckslers. Wir können hier zwischen 12 und 18 Meter aufschwaden. Und da haben wir eine ganz andere Auslastung, als wenn der Häcksler einen 6 Meter Vorsatz vorhat. Weil mehr als 6 gibt es nicht oder von Zöhnen wäre es noch 7 Meter. Also da haben wir natürlich keinen richtigen Aufsatz. Im Gesamten sparen wir auch Diesel mit dem abgesetzten Verfahren. Also die Pickup ist dran, die fördert das Gras rein. Dann haben wir hier sogenannte Vorpresswalzen, die sind hier zwischen. Da läuft das Material durch, wird zusammengedrückt, richtig doll, mit ganz viel Kraft. Und hier hinten kommt dann eine rotierende Messerwalze und die schneidet das ab. Und die schneidet es aktuell auf 3,5 mm. Könnt ihr euch vorstellen, das ist so klein. Viele fragen sich immer, warum haben die Dinger so viel PS? Damit sie so viel, so klein hacken können. Und das in einer relativ schnellen Geschwindigkeit, genau. Da geht es im Prinzip da durch und wird einfach nur noch beschleunigt und kommt dann oben aus dem Turm raus. Wir haben jetzt hier eine Turmverlängerung drin. Normalerweise fährt man ja ganz ohne Turmverlängerung im Gras, weil das halt eine Länge ist, die man nicht braucht und das Ganze zu Verstopfung eher führen kann, wenn der Turm ein bisschen länger ist. Aber da der Häcksler ja um einiges länger ist, brauchen wir die eine Verlängerung, damit wir den Turm hinten ablegen können. Zumeist ist es so, da kommen noch mehr Turmverlängerungen rein. Und also wenn das Maisgebiss dran ist, dann hat es ja 9 Meter, dann geht es ja ungefähr bis da vorne. Und damit wir dann vernünftig von oben in den, so in den Häcksler oder in den Anhänger reinladen können, kommen da oben noch Turmverlängerungen rein. Genau, weil viele fragen sich immer, warum ist der Turm so kurz? Im Gras fährt man nicht mit einem langen Turm. Und wer das macht, der macht das nicht richtig. Weil die Last ist natürlich für einen Häcksler auch
gewaltig, wenn der Turm ganz lang ist und wir fahren relativ zügig und die ganze Zeit schlägt der Turm, dann hat man nicht lange was von seinem Häcksler. Genau, der hintere Teil ist im Prinzip Motor, da ist komplett der Motor drin und hier zwischen haben wir einen gigantischen Freiraum, weil der Häcksler halt verlängert wurde wegen dem Terratrak-Laufwerk. So sieht er ja jetzt aus von außen. Können wir nochmal gucken. Genau. Also im Prinzip passiert die ganze Magie da vorne bis da. Alles unter der Kabine durch. Hier hinten ist ein Freiraum und da hinten kommt der Motor. Zu der Ausstattung außen können wir sagen, ich habe die schmalen Bänder drauf. 585 R30 ist die hintere Bereifung. Warum nicht breiter? Ich habe hiermit 2,98 Meter und brauche kein Begleitfahrzeug mehr. Einer der Hauptgründe, warum ich mich für ein Terratrak-Laufwerk entschieden habe, weil normalerweise brauchen wir immer die größte Bereifung für unsere Moorflächen. Also immer 900er Bereifung, damit sind die Dinger 3,50 Meter breit. Das fährt sich dann irgendwann nicht mehr ganz so geil auf der Straße, weil es dann einfach zu breit ist. Und du müsstest theoretisch jedes Mal, wenn du umsetzt, ein Begleitfahrzeug mitnehmen. Jedes Mal, Leute. Wenn ich von einer in der nächsten Wiese fahre. Und darauf wollte ich, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Auch mit einem Maisgebiss, jedes Mal einen anrufen, komm mal mit einem Auto her, fahr vorweg. Das brauche ich alles nicht mehr dank des Terratrak-Laufwerks. Dann haben wir natürlich den Punkt, es ist deutlich bodenschonender. Es passt sich deutlich besser dem Boden an. Also das ist wirklich einer der Hauptdinge, wo ich gesagt habe, okay, deswegen entscheide ich mich für Terratrak. Und der nächste Punkt ist die Zugänglichkeit. Jeder Häckslerfahrer wird es kennen, der große Bereifung drauf hat. Du hast einfach mal bis hier vorne einen Reifen, sieht man es, bis hier vorne, und du kommst hier nicht mehr zwischen. Du musst immer oben rüber kriechen und jetzt komme ich hier wunderbar zwischen, kann an meinen Schleifstein gucken, kann hier am Gerät arbeiten. Das ist also einer der Punkte, mit der größtmöglichen Bereifung ist die Zugänglichkeit dann irgendwann nachher richtiger Schmutz. Zugänglichkeit wird deutlich, deutlich wieder besser. Du kannst das ganze Gerät abends viel besser reinigen. Vorne den ganzen Vorsatz, hier die Vorpresseaggregate kannst du wunderbar jetzt sauber machen. Das hat sich jetzt heute Morgen inzwischen schon gesetzt. Das ist wirklich hervorragend. Zudem passt sich natürlich das Raupenlaufwerk ganz anders den Boden an und läuft viel ruhiger. Das heißt, das Vorsatzgerät kann viel besser arbeiten. Und das ist einer der Punkte, der mir sofort aufgefallen ist. Die Pickup arbeitet viel besser und langsamer und sauber. Ihr könnt euch das vorstellen, man hat immer wieder kleine Wellen. Da kommt Detlef, ich muss mich beeilen. Und die Pickup kann einfach schön sich anpassen. Und durch diese Wellen würde der Häcksler mit Radlaufwerk auch die ganze Zeit immer wippen. Und dadurch müsste die Pickup das mit ausgleichen und mitarbeiten. Und das braucht sie nicht mehr. Also das ist einer der Punkte, die mir gestern relativ nach ein, zwei Stunden deutlich aufgefallen sind. Und jeder Häckslerfahrer kennt es. Leute, ihr habt eine Senke, da steht ein bisschen Wasser drin, ihr fahrt da durch, habt die Pickup schon ausgehoben und bam, fahrt ihr da rein und er nimmt wieder Dreck auf. Und womöglich verstopft er dadurch. Das ist weg, Leute, das habt ihr gar nicht mehr. Das ist wirklich ein krasser, krasser Vorteil. Also das liegt jetzt so dermaßen ruhig und arbeitet so gut. Wir haben ja Wiesen, hier waren früher Marinen da. Dann haben wir durch die Moorböden und alles haben wir halt sehr, sehr welligen Boden im Prinzip. Moment, wir kommen gleich dazu. Und dadurch haben wir immer dieses Wippen. Und dadurch, dass der Häcksler konstant darüber gleitet, kann sich die Pickup ganz vernünftig anpassen und nimmt das Futter viel sauber auf. Also selbst ist mir aufgefallen, in diesen Wellen, die wir sonst haben, liegt sonst immer Futter. Ist nicht mehr. Ist deutlich, 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 deutlich weg. Also das wollte ich schon sagen. Also man merkt, das Arbeitsgerät arbeitet deutlich besser und wir sitzen hier drin so ruhig und entspannt. Auf der Straße ist das Laufwerk ein bisschen rappelig, aber hat man so ein bisschen Vibration, ist ganz normal. Aber dafür sind wir beim Arbeiten so dermaßen ruhig am Schweben, das ist der blanke Wahnsinn. Also du hast hier vielleicht noch Querspuren aus dem Herbst drin, vom Güllefass oder so. Da gleiten wir so easy rüber. Und das Ganze ohne Futterverschmutzung, ohne mit der Pickup einmal da in den Dreck zu hauen, das ist schon der Wahnsinn. Zu den Kurvenfahrten, glaube ich, kommen wir einmal später. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, nehme ich das auf. Klar, man muss sagen, es ist kein Radhäcksler,
Aber auch ein Radhäcksler hat bei weichen Bedingungen, wenn man in Kurve fährt, lehnt er sich so ein bisschen rein, zieht auch Spuren. Ne? Hier haben wir es auch so, dass wir nur bei weichen Bedingungen eigentlich, nur beim Moor eigentlich sehen, dass wenn wir umdrehen, ich würde nicht sagen, dass wir so richtig die Grasnarbe bearbeiten, aber wir ziehen da so ein bisschen dran an den Kanten. Also man sieht schon, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass es so krass ist. Also man muss ja vielleicht sagen, es ist vielleicht auch alles so ein bisschen so ein Kompromiss. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ist mir auch gestern im Stream aufgefallen, dass man jetzt so das Gefühl hat, alle gucken direkt jetzt nur noch aufs Terratrack-Laufwerk bei den Kurven. Oh ja, da war eine Spur. Versteht ihr? Weil man so dermaßen drauf achtet. Aber beim Radhäcksler hast du ja auch ab und zu eine Spur beim Umdrehen. Also das ist ja auch ganz normal. Und da achtet man aber nicht drauf, weil man es denn da ja wieder nicht vergleicht. Also von daher ist es ja, ist ein bisschen schwierig. Also klar, man sieht was. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das sieht aber gar nicht schön aus. Sondern ja, das ist in einem Tag ist das verwachsen. So, dann haben wir, kommen wir weiter ein bisschen zur Ausstattung, was wir hier haben. Ne? Also wir kriegen das neue Orbis in 9 Meter. Dann mit der automatischen Klappvorrichtung, mit einem Reihentaster dran, den wir eigentlich nicht benutzen, weil wir hier einen GPS-Autopilot von Klaas drauf haben. Dann seht ihr das, guck mal, hier kommt eine Welle. Und wie easy wir hier durchgleiten, klar, wir haben die Welle noch, aber die Pickup kann sich so sauber anpassen. Orbis in 9 Meter. Automatische Klappvorrichtung, Korncracker, der normale große, ich glaube Classic heißt der, Classic XL, kann das sein? Ich weiß das gar nicht. Wie geht es dann weiter? Turmverlängerung habe ich schon gesagt. Was haben wir hier noch drin? Wir haben den Cam-Piloten drin. Der erkennt die Schwade und fährt automatisch. Also ihr werdet das ja jetzt in den Videos gesehen haben. Ich lenke nicht automatisch, funktioniert auch super. Wenn ein bisschen wenig Futter liegt und eine Kurve dazu kommt, ist es manchmal für ihn ein bisschen schwerer, das Ganze zu erkennen. Wenn er es nicht erkennt, fährt er automatisch gerade. So ist das eingestellt. Aber bis jetzt hatte ich damit keinerlei Probleme. Was halt so ein bisschen nicht mag, wenn dir jemand über Schwatt fährt. Das ist ein bisschen schwierig für ihn zu erkennen. Glaube ich aber auch. Es ist nicht leicht, mein Kleiner. Dann kommen wir weiter. Dann haben wir da Autofill drauf. Das heißt, der befüllt komplett alleine die Anhänger. Also ich hatte gestern die ganze Zeit mit der Fahrstrategie gefahren, nur Krümmer. Das heißt, ich bewege den Turm, drehe den. Aber jetzt habe ich gedacht, zum Film mache ich mal das volle Autofill rein und lasse ihm das mal alleine machen. Klappt auch wunderbar. So, ich muss mal kurz laden und dann reden wir gleich nochmal weiter. So, da sind wir wieder. Da fährt er gerade weg. Wir haben hier auf der dichten Fläche oder zwei Transporter die ganzen Tage gehabt. Also ich musste da auch gar nicht viel warten. Das hat wunderbar geklappt. Wir sind jetzt hier auf 5 Hektar Stück, das am Rand. Und nachher kommt noch ein weiterer dazu, also nachher kommt noch unser zweiter dazu, dann sind wir 3. Dann fahren wir ein bisschen weiter weg, weil wir haben parallel das ganze Wochenende bis heute Morgen gespritzt. Immer wenn es ging, vom Wind her, also jetzt wäre es ganz gut, aber jetzt knallt die Sonne auch schon wieder zu doll. Also immer in den Morgenstunden, in den Abendstunden haben wir gespritzt, hat Fadi gemacht. Wir haben jetzt noch 100 Hektar, also über 240 sind ja schon fertig. Genau. Irgendwie so um den Dreh, die Mais-Bohnen-Gemisch war ja schon fertig. Aber ja, um die 240 sind schon fertig, die haben wir schon durch. Kommen wir weiter. Also, wir haben den Cam-Pilot. Der erkennt sozusagen das Schwatt mit 2 Kameras und fährt dem Schwatt hinterher. Ich muss sagen, ist eine Wahnsinnserleichterung beim Gras. Das ist ja abartig, wenn du eine Hand frei hast. Also ihr könnt euch vorstellen, ich muss ab und zu auch mal telefonieren, mal eine Nachricht schreiben. Und als Hexafahrer ist es so, brauchst du eigentlich immer beide Hände. Das ist wirklich, wirklich, wirklich total geil. Zum anderen habe ich dann schon gesagt, habe ich das Autofill-System. Das heißt, da oben sitzt die Kamerabox, da oben, da. Und die erkennt die ganzen Hänger und befüllt die dann vollautomatisch. Erkennt auch, wann ein Haufen drauf ist. Funktioniert super, hat schon bei meinem Jaguar damals Weltklasse funktioniert. Ist eine geile Sache. Und hier kommt noch dazu, ich kann den Modus einstellen, dass er nur die Krümmerklappe, also nur das vordere Ende stellt, dass er immer in den Hängern trifft und ich bestimme den Auftreffpunkt mit dem Turm drehen. Das ist auch eine mega geile Sache.
Das gefällt mir auch soweit ganz gut. Was haben wir noch? Ich habe ja den GPS-Autopilot, der ist aber aktuell aus, weil wir den gerade nicht brauchen. Dann NIR-Sensor mit Inhaltsstoffmessung ist drin. Das heißt, wenn wir jetzt den Auftrag haben, also wir können das, wir dokumentieren das Ganze ja über Telematics. Das heißt, es wird automatisch bei meinen Schlägen noch mit dokumentiert und da kann ich dann noch mehr einsehen als das hier. Also seht ihr jetzt gerade auf dem Stück, wo wir sind, 1,1 Liter pro Tonne. Man darf nicht vergessen, wir häckseln 3,5 mm. Ne? Alle, die das jetzt vergleichen oder so, das muss immer mit der richtigen Maßeinheit verglichen werden, also mit der richtigen Schnittlänge. Dann hier die Liter pro Hektar. Genau, wie lange wir den Auftrag hier machen oder wie lange wir das Stück hier machen, denn 80 Tonnen haben wir jetzt hier, so viel Trockenmasse wäre das. Durchschnittliche Trockensubstanz 35,8 und dann seht ihr hier Rohfaser, Rohprotein ist natürlich ein bisschen weniger. Man muss auch sagen, die Wiese ist hier so ein bisschen, ja, die haben wir eigentlich nur dreimal im Jahr immer gemäht. Das wollen wir jetzt ein bisschen intensiver machen, wollen wir ein bisschen mehr nachsehen, dass mehr bessere Futtergräser reinkommen. Rohasche 10%, ich weiß gar nicht, kommt mir aber fast ein bisschen viel vor, was der mal anzeigt. Also ich hatte noch nie 10% Rohasche. Eigentlich immer so 1-2 oder mal 3. Dann Rohfett 2,6 und 11% Zucker. Man kann natürlich auch sagen, da wo bessere Gräser sind, hat man natürlich ideal oder direkt bessere Werte. Das können wir alles machen. Also wir haben eine Echtzeit-Nährstoffanalyse. Warum das Ganze? Weil wir dann sozusagen zum einen feststellen können, an welchen Wiesen müssen wir noch besser arbeiten. Wo muss eine bessere Futterzusammensetzung hin? Und ich kann durch die entzogenen Rohprotein, durch die Trockensubstanz und durch die Ertragskartierung kann ich am Ende besser berechnen, wo habe ich wie viel Nährstoffe weggefahren, um meine Düngung noch effizienter zu machen. Das ist einer der Hauptbeweggründe, warum ich mich für den NIR-Sensor mit Inhaltsstoffmessung entschieden habe. Ansonsten Tonnen pro Hektar, Tonnen pro Stunde ist ganz normal. Das Ganze in der Kartierung, das heißt, er lädt alle 5 Sekunden die Daten hoch in einer Cloud und ich kann mir das abends oder ich kann es mir auf dem Laptop angucken und ich weiß, wo, wie viel wir geerntet haben, mit welchen Rohprotein, mit welchem Dieselverbrauch, mit welcher Schnittlänge, alles. Also alles, was er momentan hier anzeigt, kann ich hinterher nochmal mir angucken und nochmal auslesen. Mega, mega geil. Ja, das wär, ich hau euch nachher unten rein auch auf jeden Fall nochmal die komplette Ausstattungsliste, weil da sind so viele Dinge mit CMOS, Auto-Performance, was ich drin habe und. Das ist einfach zu vieles und dann vergesse ich auch wieder einen Teil und. Also deswegen, ich hau euch die Ausstattungsliste nochmal unten rein. Zur Bedienung, denke ich mal, werde ich weiter kommen, wenn ich ein Let's Drive aufnehme, weil das eigentlich eine gute Sache immer, um eine Bedienung vernünftig zu erklären. Oh, hatte ich gar nicht aktiviert, mir war so. Ja, also hier ist relativ gut Futter, ihr seht dann auch, das ist die Anzeige. Da seht ihr dann die Tonnen pro Hektar, Tonnen pro Stunde, da seht ihr die aktuelle Motorauslastung. Das ist die Nachricht, wenn jetzt am Ende oder wenn der Campilot kein Schwatt mehr erkennt, dann gibt er halt eine kurze Nachricht. Da oben habe ich mir, man kann das alles anlegen, wie man möchte. Da oben habe ich mir halt so ein bisschen die Hektar, die Millimeter Schnittlänge angelegt und Feuchtigkeit und Rohprotein fand ich einfach mal interessant. So, dann seht ihr hier, die Übersicht ist auch, finde ich, total gelungen. Ihr seht auf einen Blick die ganzen Einstellungswerte und ihr könnt die einfach per Tipp hier drauf, könnt ihr die einfach ändern und anpassen. Also egal, was ihr wollt, ihr habt sozusagen erstmal hier das Maß, wenn ihr hier auf die Schnittlänge geht, achso, hier auf die Trommel muss ich klicken, dann könnt ihr es ändern. Ich habe aber auch hier noch eine Taste, um das Ganze zu machen. Geile Sache, dann habe ich noch mal eine Kamera drauf, die kann ich mir auch noch mal anzeigen lassen, zusätzlich zu Autofill und. Und hier sind meine ganzen Einstellungen grob zusammengefasst. Also hier kann ich mir alles gucken, dann habe ich hier noch ein Favoritenmanagement, kann ich mir da aufrufen oder hier mit der Taste auf Favoriten und dann kann ich das schnell durchblättern und auf die Schnelle bearbeiten. Alles, was da drin ist im Favoritenmanagement, kann ich mir auch selber anlegen. Alles in allem muss man sagen,
Sie haben noch mehr automatisiert. Das heißt, bestimmte Prozesse, wo man vorher 2, 3 Knöpfe drücken musste, braucht man nur noch eine Taste drücken. Also ausklappende Pickup ist nur noch drücken einer einzigen Taste. Oder durch den Einschalten des Straßenmodus rein und raus wird automatisch der Gang mitgeschaltet von 2 auf 1. Dadurch muss man nicht mehr aktiv einen Gang wechseln. Allrad fahren wir nicht permanent. Allrad können wir dazu schalten, wenn wir wollen. Aber wenn kein Bedarf ist, braucht man es ja nicht machen. Also mit den Bändern kommen wir ja wunderbar voran. Da brauchen wir jetzt kein Allrad. Alles in allem muss man sagen, das Ding fährt sich unfassbar gut. Was mich mega krass überrascht hat, ist die Schnittqualität, die Häckselqualität und der Gutfluss. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das wäre so ein bisschen das, wo ich so denke, okay, da war der Krone besser, ja, ist okay, aber alles andere ist ja auch nicht schlecht. So, versteht ihr? Das habe ich gedacht. Aber jetzt habe ich ungefähr 700, 800 Tonnen gehäckselt. Und bis jetzt, ich wollte es eigentlich nicht so sagen, weil ich finde das immer blöd, zu irgendeiner Marke zu sagen, ah, das ist nicht ganz so gut. Aber ich muss sagen, bis jetzt kann ich nicht sagen, da gibt es irgendeinen Punkt, der beim Krone besser war. Ich denke, das wird mir jetzt noch irgendwann einfallen, da wird es bestimmt mal was geben. Aber aktuell kann ich euch sagen, alles, was der Krone gut gemacht hat, macht der hier nochmal besser. Also bei der Häckselqualität ist der mindestens hier genauso gut, beim Gutfluss auch. Kannst du ja natürlich erstmal nur mit einem feinen Gutfluss vergleichen, wenn es natürlich nachher auf länger gehäckselt wird, wenn das noch richtig mehr poltert im Häckselaggregat, da kann es vielleicht den Punkt geben, wo man sagt, okay, der andere hat sich nicht verstopft oder der ging der andere besser. Aber bis jetzt muss ich sagen, Klaas hat verdammt viel richtig gemacht. Also man muss sagen, das Ding fährt sich total geil. Es ist sehr bedienerfreundlich. Es ist sehr angenehm zu bedienen. Den C-Motion Joystick fand ich schon immer gut. Den hatten wir im Lexion, den hatten wir im Axion. Den fand ich schon immer gut. Das neue Terminal ist absolut gelungen. Die Bedienung ist gelungen. Man will ja nicht zu viel loben. Man möchte aber auch eigentlich mal Kritikpunkt finden. Aber bis jetzt habe ich noch keinen. Also ein Kritikpunkt wäre jetzt zum Beispiel, dass die Steckdose da, wo ich meinen Stromwandler drin habe, dass der Stecker nicht richtig bündig drin sitzt. So. Und dass ich vielleicht hier noch ein kleines Ablagefach gehabt hätte, irgendwie, dass man ja meine Sachen für den ganzen Stream oder so unterbringen kann. Klar, ich hab hier ein kleines Ablagefach drin, aber dann hatte der Krone natürlich, das war beim Krone vielleicht besser, das ist so ein Punkt. Aber das sind eigentlich keine Punkte, die so das wirkliche Gesamte betreffen, also das Häckseln an sich. Tja, Leute, was soll ich sagen? Also ich bin selber überrascht, dass der ist eigentlich, ich habe erwartet, die Maschine ist okay, die Maschine ist gut, habe ich erwartet, ne? So, aber die ist wirklich gut. Ne, also gerade beim Häckselaggregat habe ich wirklich gedacht, da, weil das vom Krone, das Häckselaggregat ist wirklich sehr, sehr gut, ne? Also das häckselt ja wirklich wunderbar. Aber es, keine Punkte, Leute, keine Punkte. Vielleicht fällt mir noch was ein. Aber das wird es dann in der nächsten Folge geben. Dann fahren wir noch ein bisschen weiter, dann fuchse ich mich noch ein bisschen ein, erkläre ich euch hier zu dem Gesamten noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, die Ausstattungsliste findet ihr unten drunter. Was noch dazu ist, also von Allrad, der Fahrhebel, der Kühlschrank, das Autopilotsystem, der Cracker, der Vorsatz. Alles, was noch dazu kommt, die Heckballastierung und. Findet ihr in der Ausstattungsliste dann in der Beschreibung. Vielleicht haue ich es auch mal als Kommentar unten drunter. Ja, vielen, vielen Dank erstmal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, die habe ich noch nicht gesehen, ich hoffe, Lisi hat ein paar schöne Aufnahmen von außen gemacht am Samstag, wo wir den ausprobiert haben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.